Hallo und herzlich willkommen zurück zu Angel 2070. Wir haben letzte Woche eine neue Karte angefangen, weil Sarah die andere einfach scheiße fand. Grundsätzlich scheiße. Ja, das war auch sehr scheiße. Ja, wir sind hier auf kleiner Insel gestrandet und ich weiß dafür, die Aufzogen ist erst wieder möglich, wenn man Speicher Das verstehe ich nicht. Ist das jetzt vom Spiel oder ist das vom Computer? Keine Ahnung. So wenig Speicherplatz habe ich jetzt auch nicht. So. Falls ich mich ein bisschen verschlafen anhöre, ich habe bis eben geschlafen, weil ich ziemliche Kopfschmerzen hatte und das war schrecklich. War mega zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ne, davon haben wir genug. Im Stadtzentrum haben wir auch. Straße, Statistik, Gebäude, Ökoangestellte, öffentliche Gebäude, Bauzellen, Produktion. Das mal hier an den Rand. So. Es gehen davon auch eine Straße entlang. Also ich bin echt nicht so. Was hast du für ein Problem? Fehlende Felder. Dieses Gebäude benötigt Felder. Okay. Ich hätte das gerne andersrum, dann müsste man das nochmal abreißen. Registriere Energieknappheit. Warte doch mal, ich bin auch noch gar nicht so weit. Blöde Kuh. Das sieht hier mal mega scheiße aus, aber hey. Energieversorgung mangelhaft. Ja, warte doch mal, nicht so eilig, ja? Nur einen von diesen Ventilatoren, das ist aber wenig. Sag mal, bin ich eigentlich nur behindert? Das habe ich doch schon längst gebaut. Das habe ich auch schon längst gebaut. Bin ich denn ganz behindert? Schmelzwerk und Bastelgewinnung. Mein Gott, ich bin noch behindert. Was ist mit mir los? Es kommt davon, wenn man gerade aufsteht. Ja, toll. Wie viel Energie haben wir? Okay, das sollte. Das habe ich zwar einfach jetzt in die Gegend gebaut, aber. Wen interessiert das? Wen interessiert das mich nicht? La 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 la.
Oh. Dann halt nicht. Ich brauche Material. Ja, dann mach was. Ach, Mann. So ein Freispiel ist ja auch scheiße. Kann das? Kann das sein? Meine Güte. Ich habe das Gefühl, auch der City hat ein Problem. Ich will natürlich wieder warten, bis ich meine Fahrzeit habe. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre jetzt eine Schlafmütze, aber ich hatte echt Kopfschmerzen gehabt und dann musste ich einfach schlafen, sonst wäre das nicht weggegangen. Gebäudeauswahl vergrößert. Wie Gebäudeoptionen. Das ist aber nett von dir. So, sieht zwar genauso scheiße aus, aber... Wir werden es überleben. Es gibt irgendwie eine größere Gebäudeauswahl. Das würde ich gerne wissen. Erweiterte Bauoptionen. Neue Gebäude stehen zum Bau. Achso. Okay. 3 und 4 davon. Dann könnten wir jetzt eine Konzerthalle bauen. Wofür? Wer braucht schon Konzerthallen? Hey. Ich brauche doch keine Konzerthallen. Na gut. Ich möchte gerne erstmal die Teeplantage bauen, wenn ich das dürfte. Menschen mögen ja Tee. Ich trinke zwar auch nicht so gerne Tee, aber... Danke, das ist ja nett von dir. Jetzt könnten wir auch so eine Konzerthalle bauen. Ich stelle jetzt einfach mal da so ins Zentrum, so. Ja. Und dann stelle ich nochmal so ein Ding auf. So, aber hier irgendwo. Ja, ist ja gut. Mann, ey, ich achte da auch nie drauf, ne? Ja, ja. Sarah, du machst böse Sachen. Ich nehme das gerne als erstes auf, weil es einfach mich manchmal ziemlich abfuckt. Es ist einfach so, dieses Spiel fuckt einen ab. Es ist zwar echt cool gemacht, aber es fuckt mich ab. Eco-Balance, -2. Wieso gibt es hier eigentlich noch keine Spiritosenfabrik? Das interessiert mich. Obwohl, ich habe doch schon Tee angebaut. Und ich habe Fische. Mann. Weil den Anwohnern zwar bestimmt nicht, aber ist mir jetzt sowas von egal. Das interessiert mich doch nicht. Lalilu.
eigentlich wird das Spiel langweilig. Oder glaube ich das nur? Aha. 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 Wollte ich nur mal gucken. Ich wollte nur mal gucken. Es passiert auch nichts. Bei den Missionen ist immer was passiert. Ist immer was passiert. Freunde der Nacht. Kann man die Bäume nicht irgendwie abreißen? Die nerven. Die sind mega nervig. Schöne Konzerte, das ist sehr schön. Ja, ich hab's voll drauf, ne? Ich weiß. Ich weiß. Ich hab's richtig schön drauf hier. Bestellung eingetroffen. Wo ist meine Bestellung eingetroffen? Tee befindet sich im Lager von Queen Edith. Okay, aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ja. Ich hatte ja noch drauf, dass das Spiel mir irgendwas antut, was ich überhaupt nicht verstehe. Bei der Mission war das ja öfter so. Hat auch Spaß gemacht, aber ich bin einfach zu lubig für dieses Spiel. Diese Pflanzen haben sie aber schön hergerichtet. Sagtest du schon? Ich finde, unsere Stadtmitte sieht sehr schön aus. Übrigens. Die Akustik. Was ist mit der Akustik? Ich weiß, ich habe eine mega tolle Akustik. Ich weiß, ich habe das voll drauf und so. Die Folge ist irgendwie mal langweilig. Das ist komisch. Sonst tut mir das Spiel doch sonst immer irgendwas an. Ach, war ich an eure Gerüchte zur Verfügung? Bestellung eingetroffen. Die vor den bestellten Waren konnten man an der Arsch abholen. Echt? Was denn? Was denn? Was denn? Was ist das? Was ist das? Hallo, was ist das? Holzproduktion und Werkzeug. Habe ich dich denn schon seit die alle Gebäude zu erstellen? Aha, achso, okay. Okay, aha. Das ist aber scheiße. Und wie kann ich diesen scheiß Baubereich einfach mal vergrößern? Ja, und was mache ich jetzt? Habe ich jetzt irgendwie doof gebaut? Und was ist mit Holz? Nicht im Baubereich. Ah, ich gebe dir gar nicht im Baubereich. Nicht im Baubereich. Was ist das denn eigentlich? Sägewerk. Hätte ich das auch? Moment, darf ich kochen? Darf ich kochen? Nee, das muss ich schon so mittendrin bauen. Braucht ja Platz, ne? Braucht ihr Platz? Nö. Was gibt's hier noch? Hafenbehörde. Leck mich doch! 10. Und ich hab keine 10 Werkzeug. Reparaturdock. Ja, das kann ich bauen, ne? Ja.
Ja, das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich natürlich. Das verstehe ich. Was ist das denn hier? Hafenmauer. Was ist denn eine Hafenmauer? Bestimmt braucht das für 3 Millionen, weiß ich nicht alles. Hafengebäude definiert Hafenbecken, muss im Hafenbereich errichtet werden. Was ist das? Regenwassertanks? Aha. Ja, wir sind ja voll öko und so, stimmt ja, ne? Stimmt. Ah, das recht. Wir sind ja voll öko. Vegetation. Sommerbaum. Blumenbeet. Ach, was es nicht alles gibt. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich. Tschüss.